Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen in Hollywood, Freunde. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise. Es sind nun doch ein paar tausend Kilometer mehr, als Sie sonst gewohnt sind. Für alle, die leider nicht heute bei uns sein können. Einen wunderschönen guten Abend auch an alle, die uns über das Internet zugucken. Also, SWG Awards haben wir letztes Jahr angefangen. Letztes Jahr lief das noch ein bisschen anders, beziehungsweise wird es dieses Jahr ein bisschen anders laufen. Dieses Jahr wollte ich das ein bisschen anders machen. Und zwar habe ich es dieses Jahr so gemacht, dass ich eine Umfrage gemacht habe über Google Forms, die ich dann in der Story geteilt habe, an verschiedene Kollegen gesendet habe, dass die auch noch teilen konnten. Und in der Umfrage konnten ein paar Vorausgewählte von mir gewählt werden. Das heißt, wir haben uns schon mal auf dem Discord zusammengesetzt und haben überlegt, was könnte denn in die jeweiligen Kategorien ganz gut reinpassen. Haben aber bei jeder Frage oder bei so gut wie jeder Frage, haben wir natürlich auch noch ein Feld, wo ihr Sachen eintragen konntet. Das heißt, in diesem Jahr lag das absolut nicht an mir, was gewählt wurde. Vielleicht ein bisschen, weil wir eine Vorauswahl hatten. Vielleicht wollten sich manche Leute einfach machen und haben einfach einen von der Vorauswahl genommen. Aber im Grunde konnte wirklich alles damit reingenommen werden, was ihr wolltet. Genau, und das heißt, wir haben uns verschiedene Kategorien ausgesucht, in denen ihr voten konntet. Und wir kommen direkt zu der ersten Kategorie, Best Design. Viel Spaß. Hu zusammen, ich bin's mal wieder. Und also wer mich nicht kennt, ich bin The Hu von YouTube, Huka Hu von Instagram, Just The Hu von Twitch. Ja, schon schade, wenn man mich nicht kennt. Aber jedenfalls geht, ist ja auch egal. Es geht darum, der Marvin hat mich angeschrieben und hat gesagt, sag mal, hier, ich mache hier den SWG Shisha Award. Also die ist in der Szene ja etabliertes Ding. Seit einem Jahr. Und ich gesagt, nee, willst du mitmachen und willst du einen Gewinner vorstellen? Habe ich gesagt, komm, sag bitte. Ich sitze jetzt hier und bin verantwortlich für die Kategorie Bestes Design 2023. Er wundert mich auch nicht, dass er mich für die Kategorie ausgesucht hat. Jedenfalls, nominiert waren in dem ganzen Design-Ding die Emotion Flashbang, die Emotion Future, die Alpha Hooker Oro, die Aeon Edition 5, die Stimulation Ultimate, die Mose Breeze Pro, die Mose 4.2 und die Union Hooker Argument. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das dann doch mehr so gemacht war, was man in Deutschland bekommt. Wer ist so generell, was es gegeben hat, ja, wäre bei mir sicherlich eine Nagrani sehr weit vorn gewesen oder es wäre auch eine Chicago Microgun sehr weit vorne gewesen. Aber wenn wir jetzt aus dem deutschen Markt rausgehen, fehlt die Nominierung schon ganz sinnig. Und wir haben auch einen Gewinner. Und zwar mit 39,1%. Ja, das ist schon ordentlich. Und Marvin hat mir auch geschrieben, bevor ich den Gewinner sage, soll ich so eine dramatische Pause machen. Ja, die Frage, wie lange geht eine dramatische Pause? Nee, glaube ich, reicht auch jetzt. Und gewonnen hat wirklich und völlig verdient die Emotion Flashbang. Gehe ich zu 100% mit auf dem deutschen Markt. Geile Pfeife, ich bin happy, dass ich so eine habe. Und herzlichen Glückwunsch an Emotion, Mose. Ja, ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Im Stream von Marvin und wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei mir auch mal reingucken. In dem Sinne, ich wünsche euch nur das Allerbeste und tut nichts, was ich nie auch hätte. René, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, Mignon. Vielen Dank fürs Announcen. Herzlichen Glückwunsch an die Emotion Flashbang. Genau die Pfeife, die ich auch gerade am Start habe. Ich finde, absolut verdient. Jetzt aber natürlich trotzdem nochmal, wie wir es auch in jeder Kategorie machen werden, die Frage an den Chat. Was ist für euch die Pfeife mit dem besten Design? Wir kommen auch direkt zu der zweiten Kategorie. Und die zweite Kategorie war Best Blow-Off. Da war es deutlich knapper. Gut, ich gebe ab. Einen wunderschönen guten Tag an dieser Stelle. Erstmal zu meiner Person. Ich bin Ayosha. Ich denke, bekannt auch als Hookays oder Ayosha und Yannick auf YouTube und Twitch. Vielen Dank an Marvin an erster Stelle, dass ich hier auch bei den SWG Awards dabei sein kann in diesem Jahr. Und ich darf euch die Kategorie Best Blow-Offs vorstellen. Und da gab es einige Hersteller sowie Modelle, die dabei waren. Und ich muss sagen, ich hätte mich wahrscheinlich viel deutlicher für ein anderes Modell entschieden.
Aber dadurch, dass es hier natürlich ein Community Award ist, stelle ich euch erstmal einmal die Nominierung vor. Wir haben einmal die Simulation mit dem X-Blow-Off, die Ian Edition 5, die Moses 4, die Viro Spectre, die Mose Breeze Pro, außerdem die Emotion Flashbang sowie Emotion Future und die Alpha Hookah X. Das sind die Nominierungen, die ich hier sehe. Und ich kann sagen, dass ich mich wahrscheinlich wirklich für eine andere Pfeife entschieden habe. Aber mit 27,8% hat die Stimulation mit dem X-Blow-Off gewonnen. Und da gehen natürlich liebe und herzliche Grüße und Glückwünsche raus an Stimulation. Meinerseits, ich hätte mich wahrscheinlich für die Emotion Flashbang entschieden, weil auch der Release in 2023 stattgefunden hat. Ansonsten, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß euch noch mit den Awards und ja, bis bald. Ciao, ciao. Meine Damen und Herren, willkommen zurück. Ayosha, auch an dich. Ein großes Dankeschön fürs Teilnehmen. Es gibt natürlich viele Pfeifen, die 2023 relevant waren, die einen schönen Blow-Off hatten. Aber Stimulation mit dem X-Blow-Off-System natürlich einen gewissen Vorteil, weil es bei mehreren Pfeifen am Start ist und weil es halt unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten bietet. Gut, Kategorie Nummer 2 von Ayosha präsentiert. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Und die Kategorie ist Best Budget. Was war die beste Pfeife unter 100 Euro? Und da gehen wir wieder ab an unseren nächsten Stargast. Die SWG Awards, die weltberühmten SWG Awards, sind wieder mal am Start. Und jetzt geht es um die Best Budget Pfeifen. Und was qualifiziert mich, das gerade zu tun? Ich bin Jurastudent, dementsprechend ein kurzer Blick ins Gesetz. Wir sind gerade im Verwaltungsverfahrensgesetz und zwar im Paragraph 40 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Ist die Behörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten. Das bedeutet, wenn die Verwaltung als Ermächtigungsgrundlage für einen Verwaltungsakt zum Beispiel eine Norm verwendet, die eine Kann- oder soll Vorschrift ist, hat sie ein gewisses Ermessen, also ein Entschließungs- und Auswahlermessen. Das bedeutet, bezüglich des Entschließungsermessens, ob sie handelt, ist ihr überlassen. Und wie sie handelt, also welche Maßnahme dann gegen dich vollbracht wird, ist auch ihre eigene Entscheidung. Selbstverständlich gibt es noch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das geht zu weit. Das war es erstmal mit Jura. Wir machen weiter. Nominiert waren die Viro Versa, die Ocean Fusion Air, die Emotion Roam, die Aladdin MVP 360 und die Viro One. Platz Nummer 5 mit 12,9% der Stimmen ist die Aladdin MVP 360. Auf Platz Nummer 4 hat es geschafft die Emotion Roam mit 19%. Knapp davor mit 20,6% ist es tatsächlich die Ocean Fusion Air. Und jetzt auf Platz 2, das wird interessant, ist es die Viro Versa. Und jetzt ganz spannend. Auf Platz Nummer 1 mit 23,7%, das ist fast ein Viertel, hat es geschafft, die Viro One. Das war's zu dem. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wir machen weiter. Und da sind wir wieder auf der Bühne. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, die Zeit mit dem Hasti war gut und ihr habt schön was über Jura gelernt. Das war Best Budget. Da war es wirklich sehr, sehr knapp. Da hatten wir viele Einsendungen auch von euch. Da hatten wir viele Pfeifen mit drinne, die Prozentzahlen waren sehr knapp aneinander, aber am Ende des Tages ging es an die Viro One mit 23,7%. Ich finde verdient, die Viro One natürlich an sich eine Travel-Pfeife, aber auch wenn man einfach nicht viel Geld ausgeben will, trotzdem was Gescheites für zu Hause haben will, die Viro One auf jeden Fall eine sehr geile Alternative. Ich würde sagen, wir verbinden uns mal mit der nächsten Kategorie, beziehungsweise demjenigen, der sie euch präsentieren wird. Und da wünsche ich euch viel Spaß damit. Die nächste Kategorie ist beste Einschlauchpfeife. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Yannick, auch bekannt als Kassel. Ich mache auch auf Instagram Content und auf anderen Plattformen im Bereich Shisha und Lifestyle. Und ich stelle heute, das war kurz Introduction für die, die mich nicht kennen, ich stelle heute die Kategorie beste Einschlauchpfeife vor. Und jetzt sage ich euch mal die nominierten Pfeifen. Nominierte Pfeife Nummer 1, Emotion Flashbang. Nominierte Pfeife Nummer 2, Emotion Future. Nominierte Pfeife Nummer 3, Case Grid. Nominierte Pfeife Nummer 4, die Stimulation Ultimate One. Und auf der Nummer 5 haben wir die Mose Breeze Pro. Ich persönlich würde ja die Case Grid nehmen. Nein, man muss sagen, die ganzen Teilnehmer in dieser Kategorie sind sehr stark.
Meiner Meinung nach zum Beispiel die Flashbang dieses Jahr optisch ein absoluter Kracher. Die Breeze Pro auch mit den Features sehr, sehr wild. Mose ist sich immer gesteigert. Aber auch die Stimulation Ultimate One auch keine verkehrte Pfeife. Wir machen es nicht weiter spannend. Gewonnen hat die Mose Breeze Pro mit 25,4%. Herzlichen Glückwunsch und schöne Grüße an Marvin und die Community und an Moritz, der Gewinner. Vielen Dank da auch an Yannick. Willkommen zurück auf der Bühne. Hat mich besonders gefreut, dass Yannick da mitgemacht hatte, dass er die Zeit dafür hatte. Gewonnen hat die Breeze Pro. Es war nicht sonderlich knapp. Die Breeze Pro hatte noch gut Abstand, ungefähr 7% vor dem zweiten Platz. Und der Platz Nummer 2 wäre dann tatsächlich auch die Flashbang gewesen. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Kategorie. Könnt ihr euch bestimmt denken, was da als nächstes kommt. Die beste Vierschlauchpfeife haben wir gesucht. Und da gebe ich wieder ab. Was geht ab, Freunde? Hier ist euer René, aka Hookafiziert, und ich darf euch bei den diesjährigen SWG Awards die Kategorie Mehrschlauchpfeifen präsentieren. Nominiert waren die Most Variety, die Viro Evoke, die Aeon Edition 5 Premium Plus und die Stimulation Ultimate. Gewonnen hat mit einem Stimmanteil von 40,9% die Stimulation Ultimate, und in meinen Augen ist es auch eine sehr gelungene Wahl, da die Pfeife soweit alles mitbringt, was Mehrschlauchpfeifen so können müssen. Insbesondere das Feature, dass man mit mehreren Leuten trotzdem durchpusten kann, finde ich persönlich immer sehr wichtig. Und die Tatsache, dass man die Pfeife sehr cool individualisieren kann, zeichnet diese mit Sicherheit aus. Entsprechend wünsche ich euch noch viel Spaß mit den weiteren Awards. Euer René. Ja, der René hat es kurz und schmerzlos gemacht, die Stimulation Ultimate One. Ich denke, wenn wir über Vierschlauchpfeifen reden, dann gibt es im Moment für mich auch nur eine Ultimative, und das ist eben die Stimulation Ultimate. Klar kostet die einen Haufen Geld, es gibt viele gute, günstigere Alternativen. Aber wenn man die beste Vierschlauchpfeife sucht, wäre das für mich auch ganz klar die Stimulation Ultimate. Schauen wir mal, was ist der Biggest Flex, und ich gebe ab an den Nächsten, der uns hier hilft. Ja, meine Damen und Herren, und damit darf ich Sie ganz recht herzlich zur nächsten Kategorie begrüßen. Mein Name ist Felix Schmidt, und zwar haben wir den Biggest Flex. Sehr, sehr aufgeregt, meine Damen und Herren, und wir schauen rein, um was es sich hier handelt. Kategorie Biggest Flex. Nominiert wurden Alpha Hooker Oro, Shikawa Minigun, Dusha Wächter des Waldes, MacLeod Exclusive Dragon und VUCA 24 Karat Gold. Ich bin ganz ehrlich, alle Pfeifen und alle Hersteller, die hier aufgeschrieben wurden, sind wirklich der Biggest Flex. Aber welcher ist wirklich der Biggest Flex, der Biggest Flex? Mein persönliches Highlight aus dieser Kategorie, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, meine Damen und Herren, die VUCA 24 Karat Gold mit schwarzem Holz, das wäre schon was, wo ich mich sehen würde. Ralf, die Auswertungen sind fertig. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Auswertung. Es war wirklich ein spannendes Rennen bis zum Schluss unter zwei Herstellern. Und gewonnen hat mit knappen 3% Abstand. Wer ist jetzt nochmal der Gewinner? Das kann ich gar nicht lesen. Das ist ja wie eine Schulschrift, wie von so einem Selbstzünderraucher-Anfänger. Und in der Kategorie Biggest Flex hat gewonnen MacLeod Exclusive Dragon. Wir schalten wieder zurück ins Studio. Viel Spaß mit den restlichen Kategorien. Peace. Meine Damen und Herren, Felix, a.k.a. Shisha Schmidi, a.k.a. Schmidi himself, hat natürlich mit 3 Uhren am Handgelenk und einem absolut legendären Umschlag und einem geilen Video präsentiert die Kategorie Biggest Flex, in der gewonnen hat die MacLeod Exclusive Dragon. Jetzt haben wir noch eine Kategorie, in der wir tatsächlich auch nur eine einzige Frage hatten. Und das war, was ist die Best Innovation? Und da habt ihr abgestimmt, und das wird euch wieder präsentiert. Ich gebe ab an den lieben Attic, a.k.a. Kevin. Hallo meine Freunde. Wer mich vielleicht noch nicht kennt, ich bin Kevin, a.k.a. der Hooker Attic. Und ich darf euch heute die Best Innovation 2023 aus der Shisha-Szene vorstellen. Da geht auch ein dickes Dankeschön raus an Marvin, dass ich dabei sein darf. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ihr hattet verschiedene Kategorien, aus denen ihr auswählen durftet. Und die erste Kategorie war verschiedene Sleeve-Systeme. Wir kennen es alle. Mittlerweile kann man die Pfeife so personalisieren, wie einem selber das gefällt und seine persönliche eigene Pfeife daraus machen. Ihr habt verschiedene Sleeve-Systeme.
von Drittanbietern oder auch von den Herstellern selbst. Man kennt zum Beispiel auch die Rose und somit könnt ihr einfach ein super Design aus eurer eigenen Pfeife machen. So, dann hattet ihr zur Auswahl E-HMDs. Die E-HMDs durfte ich das erste Mal testen auf der Intertabak letztes Jahr. Und ich muss sagen, bei Aeon habe ich den E-HMD getestet und es ist ein ganz anderes Rauchverhalten. Ich persönlich finde, man schmeckt die Kohle nicht so raus und probiert habe ich es mit Dark Blend und man hat auch die Stärke des Dark Blends nicht so rausgeschmeckt. Also ich muss sagen, eine super Innovation, solltet ihr alle mal ausprobieren. Nächstes Thema wäre verschiedene Verschlusssysteme. Und zwar kennt ihr es alle, es gibt die ein oder andere Steckpfeife, die ihr aber mittlerweile auch über Adapter oder einfach eine Gummidichtung auf eure Caesar Bowls packen könnt und somit der Pfeife nochmal eine neue Optik verleihen könnt. Und naja, so einer Caesar Bowl sieht die Pfeife halt auch geiler aus. Ne? Der nächste Punkt wäre verstellbarer Durchzug. Wir kennen es aus der Aeon Edition 5 oder aus verschiedenen Stimulation Modellen, wo ihr über verschiedene Systeme den Durchzug verstellen könnt. Und das ist auch wieder eine super Sache, weil nicht jeder mag den gleichen Durchzug. Die einen mögen es eher russisch, also was schwerer, oder halt auch ziehen wie atmen. Das ist ja jedem selber überlassen, worauf er da steht. Aber auch das ist mittlerweile bei den Pfeifen verstellbar. Und das finde ich persönlich auch eine super Sache. Und wo wir schon bei verstellbaren Sachen sind, der letzte Punkt war der verstellbare Blow-Off. Ihr kennt es zum Beispiel aus der Vairo Spectre oder der Mohs Breeze Pro, wo ihr überschnelles Drehen und die Magnetverschlüsse, die Blow-Offs mittlerweile ultraschnell wechseln könnt. Dazu ist meine Meinung, wir haben das Game, glaube ich, durchgespielt und ich persönlich verstelle meinen Blow-Off eigentlich fast nie. Ich habe immer bei jeder Pfeife meinen Lieblings-Blow-Off und ja. So, wir kommen aber zum Gewinner und wie sich's gehört bei einem Award, haben wir natürlich einen Umschlag, wo der Gewinner drinsteht und in wenigen Sekunden, wenn ich es rauskriege, werde ich euch den Gewinner mitteilen. Und wer hätte es gedacht? Die E-HMDs sind die Gewinner. Ja, das ist die Best Innovation 2023. E-HMDs mit 41,8% habt ihr abgestimmt. Das ist für euch einfach die beste Innovation in der Shisha-Szene 2023 war. Ich gehe komplett mit euch. Jeder soll es ausprobiert haben. Und somit gebe ich zurück an den Marvin und bedanke mich, dass ich hier war, dabei sein durfte. Bisschen nervös sind wir. Und ich wünsche euch weiterhin noch einen guten Rauch und wir sehen uns. Kevin, mein Lieber, auch an dich ein dickes, dickes Dankeschön fürs Mitmachen. Nicht nur auf Konzerten am Start, auch bei den Oscars für Shisha könnte man fast sagen, ist der Kevin am Start. Kevin, Kussminierung fürs Mitmachen. Best Innovation ging an die E-HMDs mit 41,8% und damit richtig gut vor dem Platz 2. Das waren nämlich mit 20,9% die verstellbaren Blow-Offs. Dann hatten wir mit 12,6% verstellbaren Durchzug, mit 12,4% Sleeve-Systems und mit 10% noch die 2-in-1-Verschlüsse. Und ich würde sagen, wir kommen als erstes zu der Kategorie Beste Mehrlochköpfe. Hallo, ich bin's, der Kenan von Kenan allein zu Haus, ehemals Entertainment. Und ich stelle euch jetzt die Kategorie Beste Mehrlochkopf vor. Nominiert sind die Cosmo Turkish Bowl, Cosmo Bowl Shot, Darkside Shot, die Cosmo Bowl Killer, der Voskorim Siamumia, der UPG, Oblaco Killer und Solaris. Und welche Überraschung, gewonnen hat natürlich die Cosmo Bowls Turkish. Für mich ein sehr stabiler Mehrlochkopf, ja, ein Allrounder, verdient gewonnen. Also viel Spaß noch und ab zur nächsten Kategorie. Kein Mann der vielen Worte, aber ein Mann der richtigen und wichtigen Worte. Kenan, Kuss fürs dabei sein, ist auch heute hier natürlich live mit im Chat am Start. 30% hatte der Gewinner, ne? Also fast ein Drittel aller Votes gingen an einen Kopf und das war die Cosmo Turkish. Ja, also wie gesagt, Best Funnel hätte eigentlich präsentiert werden sollen von jemand anderem. Das hat leider nicht geklappt.
Das ist aber nicht schlimm, weil dann habe ich die Ehre, auch noch einen von den, ich sag mal, Shisha-Köpfen-Awards hier zu verleihen. In der Kategorie Best Funnel mit 32,1% war der Gewinner relativ klar, aber auch Platz 2 mit 26,2% und Platz 3 mit 25,7%. Das heißt, Platz 1, 2 und 3 haben zusammen einfach mal über 80% der Votes bekommen. Absolut geisteskrank. Platz 1, 2 und 3, ohne das zu ordnen, waren Vandenberg V1, Hukain Popo und Hukain Lowload. Was schätzt ihr, hat den ersten Platz gemacht von den drei Köpfen? Mit 32,1% hat den Award für Best Funnel der Hukain Lowload gewonnen. Auf Platz Nummer 2 mit 26,2% der Votes ist der Vandenberg V1 und mit 25,7% ist es der Hukain Popo. Setups und Kohle. So hieß die Kategorie und da hatten wir auch verschiedene Fragen für euch vorbereitet. Angefangen mit bestes Setup. Und das beste Setup wird euch natürlich auch wieder von jemandem präsentiert. Bin ich auch sehr froh, dass derjenige mit dabei ist. Ich gebe ab. Hallöchen, liebe Freunde. Ich bin Stirlit und ich darf euch heute den Gewinner aus der Kategorie Bestes Setup verkünden. Die Nominierten sind Kamin, Funnel mit HMD, Mehrloch mit HMD, Funnel mit Alufolie, Mehrloch mit Alufolie, Funnel mit eHMD und der Mehrloch mit Alufolie und HMD. Persönlich denke ich, dass dort der Funnel mit HMD sehr, sehr weit vorne liegen wird. Kamin sollte man aber auch nicht unterschätzen. Wird auch noch von einigen genutzt. Mehrloch mit HMD hat auch sehr große Begeisterung erlangt und könnte auch relativ weit vorne stehen. Funnel mit eHMD, denke ich, steckt noch sehr in den Kinderschuhen und wird noch einige Jahre brauchen, bis er wahrscheinlich in der Top 3 landet. Aber, Trommelwirbel bitte. Gewonnen hat der Funnel mit HMD mit 81,2%. Vorhin habe ich es schon im Chat gesehen. Wo David? Wo Dölit? Wann Dölit? Wo Dölit? Da ist er, Freunde. Dölit war natürlich auch mit dabei und hat die Kategorie Bestes Setup präsentiert. Und da waren eigentlich nur zwei relevant. Wobei zwei auch schon fast übertrieben ist. Eigentlich war nur eins relevant. Und das hat absolut rasiert mit 81,2% der Votes. Ging das Ding an Funnel und HMD. Hätte ich nicht gedacht, dass das so geisteskrank knapp wahrscheinlich. Hätte ich nicht gedacht, dass das so geisteskrank weit auseinander ist. Ich hätte wirklich gedacht, gerade dieses Jahr oder für das Jahr 2023 wäre die Kategorie Mehrloch und HMD deutlich weiter vorne. Und wenn wir Funnel und HMD mit Mehrloch und HMD kombinieren, dann haben wir 97,7% der Votes, die alle mit HMD rauchen wollen. Und dann stellt sich uns natürlich die Frage, was ist denn dann der beste HMD? Und das haben wir auch worten lassen. Herzlich willkommen zu der Kategorie Bester HMD. Nominiert waren der Cloud Lotus 1 Plus, der Nagrani, der AO 912, der Onmo und der Babushka. Gewonnen hat der Onmo mit ca. 59%, um genau zu sein 59,1%. Dennoch möchte ich euch nicht die Freitext-Antworten auch noch vorenthalten, also kommen die jetzt hier noch im Folgenden. Neben den fünf genannten HMDs gab es noch vier Freitext-Antworten. Das war einmal der Nevo Pure, der Nevo, die Little Dragon Shisha Smokebox und der Babushka. Und für alle, die es vielleicht noch interessiert, wie die anderen HMDs denn neben dem Onmo so abgeschnitten haben, erzähle ich euch das jetzt direkt auch nochmal. Der Onmo hatte ja 59,1%, danach kam der Cloud Lotus, der hatte 20,1%. Danach kam der Nagrani mit nur 10%, was mich ein bisschen verwundert hat, denn ich habe selber für den Onmo und hätte danach für den Nagrani gestimmt und nicht den Lotus. Folgend kam dann der AO 912 mit 8,5%. Der Babushka kam auf letzter Stelle, der 5, allerdings habe ich hier leider keine Auswertung zu den Prozentangaben, aber ihr könnt es euch ungefähr ausrechnen. Vielen Dank an Marvin, dass ich dir hierbei helfen durfte. Viel Spaß noch mit dem Stream und das war's mit der Kategorie Bester HMD. Und auch vielen Dank an Flo, dass auch der Flo dabei war. Flo, aka Carbon Smoke, aka der neue Star unter der Tour de France. Bester HMD. Wisst ihr, was für mich die krasseste Überraschung war? Also, dass die Edelstahl-HMDs mit insgesamt 18,5% nur dabei sind, fand ich krass. Ich hätte gedacht, die kriegen da auf jeden Fall mehr raus. Und in so einen HMD, da muss ja auch was rein. Und zwar Kohle. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, welche Kohlegröße war denn für euch am relevantesten in 2023?
Freunde, was geht? Ich bin der Maxi. Ich bin noch ein bisschen arg krank, habe auch gerade ein bisschen Schweißausbrüche zwecks Fieber und so. Aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen, euch in diesem Jahr bei den diesjährigen SWG Awards die beste Kohlegröße zu präsentieren. Nominiert waren 25mm, 26mm, 27mm und 28mm. Meine persönliche Präferenz sind tatsächlich 26er oder 27er. Das ist tatsächlich einfach nur tageslaunenabhängig und je nachdem, welcher Pack gerade näher ist. Ihr habt aber abgestimmt und mit 54,8% aller gesammelten Stimmen hat gewonnen. 26mm, Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Stream. Haut rein. Lasst euch gut gehen. Peace. Und auch an den Maxi ein dicker, dicker Kuss und vor allem gute Besserung, mein Jung. Falls du noch am Start bist, ich drücke die Daumen, dass du schnell wieder fit bist. Beste Kohlegröße, ja? 25, 26, 27 und 28 stand zum Vote. Ihr hättet natürlich auch, wie bei den anderen Fragen, noch was anderes dazu schreiben können. Ist aber tatsächlich die einzige Frage, wo nichts anderes dazu geschrieben wurde. Also da hat sich wohl jeder zwischen 25 und 28 mm irgendwo zu Hause gefühlt. Und das ist ziemlich ausgeglichen gewesen zwischen 26 und 27 mm. Wie der Maxi schon gesagt hat, mit fast 55% ging das Ding an die 26er Kohle. Freunde, das waren die SWG Awards für Pfeifenstuff. Jetzt haben wir aber noch ein paar interne SWG Awards. Und da habe ich euch als erstes gefragt, was ist das beste SWG-Video 2023? Und da muss ich dazu sagen, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich kann es zu 100% nachvollziehen, warum es dieses Video geworden ist. Das Witzige dabei ist nur, das ist theoretisch nicht mal ein Video von mir. Das ist ein Video von der Discord-Community, die sich zusammengesetzt haben und das zusammen gemacht haben. Und zwar ist das dieses hier. Das Best of 2023 Video hat den Award für bestes SWG-Video 2023 bekommen. Dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Wir hatten noch die Frage, bestes SWG-Event. Das beste SWG-Event 2023 war der SWG-Messestand. Und das war auch die nächste Frage, die ich euch gestellt habe. Und da war es schon wirklich sehr, sehr knapp. Der Gewinner hatte 27,5%, der zweite Platz 25,7%. Dann hatten wir 23,1% und erst dann wurde es ein bisschen weniger knapp. Und auf Platz 1 mit 27,5% holt sich das Best of 2023 actually den nächsten Award ab. Nicht nur für das beste SWG-Video 2023, sondern auch noch der beste Special Stream 2023. Knapp hinten dran mit ungefähr 2% weniger war Saufen für die Wissenschaft. Dann war noch Halloween Special VR Horror Games mit 9,5% und IRL Döner-Test in Frankfurt mit 8,7% der Votes. Und dann, wenn es so viele Special Streams gibt und wir da so viele verrückte Sachen machen, dann sind ja auch oft andere Leute dabei. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer war denn der beste Co-Host in 2023 bei SWG? Mit 30,1% der Votes, Hassi, Gratulation zum besten Co-Host bei SWG 2023. Aber es gibt noch 4 Discord Awards für die besten Clips in den Kategorien Funny, Heartwarming, In-Game und Biggest L. Und da schauen wir jetzt mal rein. Grüß euch beinahnt. Ich bin's wieder, euer Waschtl. Und heute stelle ich euch folgende spannende Frage. Welcher der folgenden Clips hat in der Rubrik Funny Clip in der Discord Crew Auswahl gewonnen? Hier sind die Nominierten. Flavor für mich wär's nicht, denn, also was Marvin noch nicht angesprochen hatte, ist, dass er so leicht nach Pappe schmeckt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Nein. Aber wenn ihr so... Appe? Passt auf. Habt ihr schon mal auf Zeitungen rumgekaut? Nein. Okay. Also wenn ihr schon mal... Ist es für die Leute, die gerne die Streams gucken, glaube ich, ein sehr cooler Stream mit sehr vielen verschiedenen Ansichten. Sei es zu Tabak, zu Reis oder auch zu Aspartam. Ja. Ich glaube, was halt auch... Was denn? Was ist denn jetzt schon wieder? Er hat sich gerade geschüttelt, ne? Hast du es begeistert? Eine Sache habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, das ist eine Donauwelle von meiner Mama.
Ich liebe die Donauwelle ist ein Kuchen. Okay, ich habe an Haare gedacht. Das ist eine Dauerwelle, Digga. Und gewonnen hat weder A noch B noch C. Der Gewinner in der Rubrik Funny ist unser lieber Phil, der das Mundstück kaputt macht. Film ab und damit zurück ins Studio. Euer Waschtel, howdy deri. Kochen hat der sehr, sehr sauer und das spiegelt sich auch wieder im Geschmack wieder. Ich finde sehr, sehr saure Hauptnote im Flavor. Und im Nachgang habt ihr so eine leicht süße... Entschuldigung. Fipsi hat gerade einfach kurz mein Mundstück kaputt gemacht. Geht das da jetzt raus? Also ich habe gerade eben versucht, mein Hygienemundstück abzuziehen von dem Emotion-Mundstück. Und apparently kann man den Anschluss einfach abziehen. Phil. Wo Mundstück? Was zerlegst du das? Also, geil aufgebaut, richtig geil gemacht. Fand ich sehr gut. Aber Hasti hat wirklich auch alles gegeben, ne? Eigentlich schade, dass er dann so knapp an dem Sieg vorbeirutscht. Naja, vielleicht hatte er noch in einer anderen Kategorie eine Chance. Und die Kategorie 2, die uns noch präsentiert wird, von den Mods, von den Discord Boys, ist die Kategorie Heartwarming. Und ich gebe ab an den Gary. Hallo, ich bin der Gary und immer wenn ich Marvin sehe, geht mein Herz auf und deshalb stelle ich euch heute die Heartwarming Moments Clips vor. Es sind folgende Clips nominiert. Siebenunddreißigfacher Kuss, also legt los. Warte, dann machen wir einfach so und dann machen wir beide so wild. Digga. Oh, die Zunge, Basti! High School Musical, kennst du die alles? Schön. Es ist so schön. Ja, gut, gut, ja. Hm. Ja, alles klar. Na, 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 na. Na, 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 yeah. Das ist so you cringe. You are the music in me. You... Muss es sein. Sorry, mir ist da was runtergefallen gerade. Und folgender Clip hat gewonnen. Rechnung. Rechnung. Auch eine Rechnung. Hier ist er. Herzlichen Glückwunsch und damit zurück ins Studio. Ich sag euch ehrlich, wäre es nicht der Messeclip gewesen, wäre ich ein bisschen traurig geworden, weil diese Mini-Szene in dem Clip-Ausschnitt hat gereicht, dass ich hier fast schon wieder ein bisschen Pipi in den, nicht fast, bisschen. Also, der muss das sein. Und dann hatten wir noch die Kategorie Ingame. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, weil ich glaube, wir hatten mehr schlimme Ingame-Momente als geile Ingame-Momente. Also, die waren schon auch witzig, aber ja, Pro-Gamer sind wir nicht, ne? Gut, präsentiert vom Nick. Abfahrt. Moin, Leute. SWG Awards, Kategorie Gaming. Kleinen Moment, ich muss noch kurz.
Woche. So, Calorie Gaming dominiert sind. Schnervt. Hier ist eine Batterie, das heißt, das Spiel geht noch länger. Ja, natürlich geht das noch länger, Digga. Wir bewegen uns ja auch fast nicht fort. Ich würde mir gerade die Reste geben. Oh Gott, ihr werdet mich hassen, wenn ihr drauf kommt. Okay, pass auf. Chat, bis jetzt macht's noch nicht so viel Sinn. Was ist das? Okay, pass auf. Pass auf. Dankeschön. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Ich guck rechts. Komm, ein bisschen Pfeife rauchen. Oh, ich guck links. Ah, ich guck links. Ich guck nicht mehr links. Ja. Und der Gewinnerkategorie ist Vinci, zeichnet das legendäre Zebra in Gartic Show. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle für den Clip. Ja, auch nochmal absolut übertrieben geile Clips. Ich finde auch den mit Nico, da könnte ich mich auch jedes Mal wirklich vom Stuhl schmeißen. Und wie Hass sie sich erschreckt, ist immer noch legendär, dieses yeah! Und dann einfach nichts mehr, was da kommt. Kurz alles aus ihm raus und vorbei. Aber das Gute vom Nico, ich gucke nicht mehr links. So Freunde, die letzte Kategorie für die SWG Awards 2023, präsentiert von Fipsi, der schon in einem anderen Clip gewonnen hat, Biggest L. Let's go. Willkommen zu den SWG Awards. Ich darf euch die Kategorie präsentieren mit dem Titel The Biggest L. Kurz über mich, ich bin die Person, die Marvins Mundstück schon mal on stream kaputt gemacht hat und ich bin auch genau die Person, die immer mal wieder beschreibt, was er im Discord jetzt gleich tun wird und sich dann mutet und von der Kamera verschwindet. Das hat sich bei uns etabliert unter dem Titel Den Phil machen. Das impliziert auch, dass ich der Phil bin und meine Kompetenzen in der Kategorie sind, dass ich einmal einen Link in den Chat posten wollte, das Ganze nicht funktioniert hat und ich daraufhin Modrechte bekommen habe. Nun kommen wir zu den Nominierten. Digga, da war das ist eine 80. Was ist das? Digga, das ist ein Handy. Da wurde irgendwas auf diesem Handy geladen. Digga, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Der geht zum ersten Mal suchen und findet nach 3 Sekunden ein scheiß iPhone im Sand. Sicher von Hasti. Was ist das? Digga, das ist ein Handy. Da wurde irgendeine App auf diesem Handy geladen. Textfix. Das ist Werbung, Digga. Ich bin so drauf reingefallen, Junge. Zum Beispiel für eine kleine Pfeife, dann nimm den Low Load. Wenn du eine etwas größere Pfeife hast, dann nimm den Low Lip. Aber ich habe jetzt hier zum Beispiel auch eine... Ui! Oh, ach, nicht gut. Scheiße, das nicht gut. Das ist, Das waren die Nominierten in der Kategorie The Biggest L. Und der Gewinner der Kategorie ist Marvin wird von Werbung gefoolt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ein Moment, den wir nie vergessen werden. Und damit zurück ins Studio.
Ja, und vielen Dank auch, dass ihr mir nochmal vor die Augen führt, wie absolut dumm ich manchmal sein kann. Und ja, der mit der Werbung hätte für mich auch gewonnen. Aber geisteskrank nice gemacht, Phil. Ich liebe diesen TikTok-Trend mit diesen PowerPoint-Präsentationen, auch mit diesem Kurz über mich und auch das kleine Easter Egg mit hier noch Endfoil erstellen. Sehr, sehr geil. Das waren die SWG Awards 2023.